Aktienkurse können sich sehr schnell verändern. Aber wie entsteht eigentlich ein Aktienkurs und was verändert ihn? Hinter jeder Kursfindung steht der Mechanismus von Angebot und Nachfrage. Da sich Angebot und Nachfrage an der Börse fortlaufend ändern, verändert sich in der Regel auch der Kurs mit jedem Geschäftsabschluss. In der Praxis sieht das folgendermaßen aus. Die Kauf- und Verkaufsangebote der Marktteilnehmer werden an der Börse pro Wertpapier in einem sogenannten Orderbuch gegenübergestellt und zusammengeführt. Diesen Vorgang übernehmen Computersysteme. Ein Orderbuch ist folgendermaßen aufgebaut. Links stehen die Kaufangebote. Das sind die Preise, zu denen Marktteilnehmer derzeit bereit sind, eine bestimmte Aktie zu kaufen. Die Spalte wird Bid oder Geld genannt. Die Order mit dem höchsten Limit steht an erster Stelle. Auf der rechten Seite stehen die Verkaufsangebote. Das sind die Preise, zu denen Marktteilnehmer ihre Aktie verkaufen möchten. Die Spalte wird Ask oder Brief genannt. Die Order mit dem kleinsten Limit steht an der ersten Stelle. Ein Beispiel. Ein Käufer möchte 100 Aktien mit einem Limit von 202,30 Euro kaufen. Ein weiterer 300 Stück zu 202 Euro. Und ein dritter 100 Aktien zu 201,90 Euro kaufen. Auf der Verkaufsseite möchte jemand 100 Aktien zu 202,50 Euro verkaufen. Ein weiterer 700 Stück zu 202,80 Euro. Und ein dritter 80 Aktien zu 203,10 Euro verkaufen. In diesem Orderbuch passen derzeit Kauf- und Verkaufsseite nicht zusammen. Daher kommt es zu keiner Ausführung. Nun gibt jemand eine neue Kauforder ein und möchte 100 Aktien zu 202,50 Euro kaufen. Damit bietet er zu dieser Zeit am meisten für diese Aktie und seine Order trifft auf eine entsprechende Verkaufsorder. Es kommt daher sofort zu einer Ausführung der Order. Hierzu sagt man, beide Order matchen. 202,50 Euro ist nun der aktuelle Aktienkurs. Das Orderbuch wird aktualisiert. Nun wissen Anna und Michael, wie ein Aktienkurs entsteht. Einen Einblick in das offene Orderbuch des Handelssystems Xetra, der deutschen Börse, erhalten Sie unter börse-frankfurt.de.